von 35.000 Opfern. 35.000 Opfer. Und das ist nur, da geht es nur um eine Sorte von geschlossenen Fonds. Die haben alle Verluste gemacht. Das ist uns von der Stiftung Warentest bestätigt worden. Alle. Ne? Das, dann erahnen Sie die Dimension. Haben Sie so einen Gemütszustand in dieser Arbeit, den Sie beschreiben können für diese Zeiten, wenn das sehr intensiv wird und Sie packt und greift das Thema? Ja, ich will Ihnen sagen, dass ich dann, also als ich diesen Menschen, diesen Opfern gegenüber saß, da bin ich richtig angefasst gewesen auch, weil wenn die Ihnen dann die Ordner haben, alle wohlgeordnet, wohlsortiert, und Sie sehen die, die haben einen Sitz in einem Haus, da haben sie ihr ganzes Leben drauf hingespart, das Haus war schuldenfrei, sie haben sich wegen dieses Finanzdesasters wieder verschulden müssen, sie haben eine Hypothek aufnehmen müssen auf das Haus gehört jetzt wieder der Bank, obwohl es ihnen mal gehört hatte, und sie müssen noch weitere Schulden abzahlen und sie sitzen dann vor ihnen und weinen, dann sind sie nicht unberührt davon. Und dann eben, als ich ihm begegnete, da in Frankfurt, da sage ich Ihnen, da bin ich, in dem Moment bin ich wahnsinnig aufgeregt, da auch als deutlich über 60-Jähriger, ne, nach 40 Jahren, das ist, da sind sie, da sagen sie, jetzt darfst du dich nicht verhaspeln. Du darfst nicht was Falsches sagen. Du darfst kein dummes Zeug sagen und du musst dich beherrschen. Du darfst dich nicht irgendwie ins Unrecht setzen, in deiner Erregung. Also, und da muss ja jedes Wort sitzen. Die Kamera läuft mit. Normalerweise ist doch bei uns Fernsehleuten so, wir haben uns verhaspelt. Da sagen wir, komm, pass auf, wir gehen doch mal zurück, machen wir noch mal. Kann ich ja nicht sagen, oh, Herr Maschmeyer, ich habe Sie da eben gerade bloßstellen wollen, ist nicht so richtig gelungen. Bitte gehen Sie doch noch mal, ich komme auch noch, gehen wir mal aufeinander zu. Ja. Sondern Sie haben nur einen Schuss frei. Ja. Und der ist Gott sei Dank, hat gesessen. Was die Intensität angeht, der Erlebnisse, die Nähe, die Sie dann zu den Menschen haben, die deren Schicksal das tatsächlich geworden ist, glaube ich, dass das ähnlich intensiv war, als Sie in Bangladesch waren, ja, und für einen anderen Beitrag recherchiert haben, wie Kick der Textildiscounter dort produzieren lässt. Ist das so gewesen? Ja, das ist mir noch näher gegangen. Ich kann das ja jetzt sagen, und wenn ich dran denke, kommt es mir noch hoch. Da habe ich bei einer Szene habe ich richtig geheult. Da, und zwar ist das so, wir haben ja eine Näherin, die für Kick arbeitet, ins Zentrum gestellt und besuchen die in ihrem wirklich Loch, in dem sie lebt, weil sie sich gar nichts anderes leisten kann, und sie kümmert sich um ihren neun war er damals, glaube ich, Cousin. Sie nannte ihn immer meinen Bruder, die Familienverhältnisse sind dort alle etwas unübersichtlich. Und dieser Mann war tot, dieses Kind war todkrank und es lag im Sterben. Und dieses Mädchen, diese Näherin, die auch erst Anfang 20 ist, sagte eigentlich fast schon apathisch, ja, er wird sterben, wir können nichts tun, denn wir haben kein Geld für einen Arzt. Da näht die den ganzen Tag 6 Stunden die Woche für Kick und wir können hier die Billigklamotten kaufen und da liegt so ein Kind im Sterben. Da bin ich rausgegangen und habe geheult. Und an dem Tag bin ich auch zusammengeklappt. Was heißt das? Was ist ja passiert? Ich habe einen Kollaps gekriegt. Das war dann auch extrem heiß und so. Ja. Das ist mir so etwa so berührt. Ich habe also in Krisengebieten Menschen sterben sehen. Ich war in Bürgerkriegsregionen, Ambon zum Beispiel, wo Christen und Muslims sich also auf einer Straße massakriert haben. Ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, wie sie die Toten da aus Autos gerollt haben und so. Aber diese Geschichte, wissen Sie, weil man da so unmittelbar, weil man weiß, du gehst nachher wieder in dein Luxushotel. Auch in Dhaka gibt es, also in Bangladesch gibt es Luxushotels. Du fliegst in ein paar Tagen wieder in einem wunderbaren Flieger, kannst da Champagner trinken, wenn du willst, nach Hause und kannst dann hier bei Kick billig einkaufen. Und dann sehen Sie den da krepieren. Das ist, wir haben ihn ja retten können. Ne? Also die gute Pointe vorweg, wir haben ihn retten können. Ich habe eben UNICEF alarmiert und die haben ihn rausgeholt. Und jetzt geht es dem Jungen besser als allen Altersgenossen da, weil er einfach dank unserer Initiative, für die ich mich gar nicht brüsten will, das ist eine Selbstverständlichkeit in dem Moment, hat er dann eine privilegierte Behandlung bekommen. Auf der einen Seite die Intensität, das zu erleben, ist sicherlich auch ein Privileg für Journalisten. Auf der anderen Seite es aufzubereiten, hier in der Medienlandschaft zu platzieren und dann auch zu erleben,
dass sich die Übermittlung dessen, was sie da erlebt haben, offensichtlich gar nicht so herstellen lässt in der Intensität, wie sie es gemacht haben. Dass sie da schon Grenzen erleben, weil wenn wir hier jetzt rausgehen, wir haben diese Läden, die sie angeprangert haben, es läuft die Werbung für AWD immer noch lustig im Fernsehen, auch im Öffentlich-Rechtlichen. Und wie erleben Sie diese Grenzen, was die Vermittlung angeht? Ja, da sage ich Ihnen, bin ich seit ganz langem illusionsfrei. Der Mann lächelt. Also, kann ich verraten. Wer sich einbildet, jetzt mag man mich zynisch nennen und fragen, warum machst du es denn überhaupt? Genau. Ist es l'art pour l'art? Ja, vielleicht. Also, natürlich will ich immer weiter aufklären, aber dass ich damit die Welt groß verändere, diese Illusion habe ich schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr. Aber Sie fühlen sich wohl vor der Kamera. Ja, aber ganz böse gedacht. Ja. Also die sagen mir, sie spielen jetzt sicher auf meine Rolle so als Präsenter in dieser Panorama, die Reporter und auch bei diesen Reportern. Das wundert mich selbst, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das ist jetzt ohne jede Koketterie. Also, wenn Sie sich sehen dann? Wenn ich finde mich wirklich nicht schön und ich finde mich nicht gut. Ich bin zu dick. Ich bin zu klein, ich habe eine Glatze, ich habe eine Brille. Also zynisch oder ironisch könnte man sagen, der typische Fall eines gut aussehenden Mannes. Ne? Aber es ist eben so, weshalb mich ja auch der NDR gebeten hat, als Rentner weiterzumachen, weil die sagen, das ist eben ein Gesicht, das merken sich die Leute. Und du polarisierst. Die einen finden dich göttlich und die anderen finden dich scheußlich, aber beide schalten sie ein. Und deshalb haben sie gesagt, mach doch bitte weiter, auch als Rentner. Und das ist das, was ich weitermache. Aber ich muss auch aufpassen, auf keinen Fall will ich da rausgetragen werden und merke selber nicht, dass ich nicht mehr gut bin. Zum Schluss, Christoph Lüttgert, noch eine Geschichte, die aktuell in der letzten Woche aufgetaucht ist. Netzwerk Recherche, renommierter journalistischer Laden, hat eingeladen Sie, Maschmeyer, zu einer öffentlichen Veranstaltung. Daraus wird nichts und Sie sind, glaube ich, sogar ausgetreten aus dem Netzwerk Recherche. Was ist passiert? Da bin ich Ihnen dankbar, dass ich das kurz sagen kann, weil da viel Unsinn dann auch spekuliert wurde. Es sollte in der Tat das Streitgespräch geben zwischen Maschmeyer und Christoph Lüttgert. Darauf hätte ich mich sehr gefreut. Dann hätten wir ihm auch die ganzen Fragen ansprechen können. Und dann hat Maschmeyer gesagt, ich komme, aber ich komme nur, wenn ich nicht Lüttgert begegne. Und da ist es einfach aus meiner Sicht ein Gebot der Solidarität und der Fairness gegenüber dem Mitglied von Netzwerkrecherche, Christoph Lüttgert, dass man dann sagt, lieber Maschmeyer, dann leg dich gehackt, dann können wir das Gespräch leider nicht stattfinden lassen. Aber dann zu sagen, okay, Herr Maschmeyer, wenn Sie mit Lüttgert nicht sprechen wollen, dann halten wir den draußen vor und Sie sprechen mit jemand anders. Das geht einfach nicht. Das genauso, wenn in einer Redaktion wir ein Interview mit einem Politiker machen wollen. Und der Politiker würde sagen, mit eurer Redaktion, das akzeptiere ich aber als Interviewpartner nur den und den, keinen anderen. Der wollte man vom Spiegel haben, ne? Ist das jetzt ein weichgespülter Kollege vom Spiegel? Ich sage ja gar nicht, dass der weichgespült ist. Sondern es geht doch einfach nur darum, dass man diese Unsolidarität, wenn Sie von vornherein gesagt hätten, ich wäre gar nicht dabei gewesen oder sowas. Okay, aber sich den Bedingungen von Carsten Maschmeyer zu unterwerfen, ausgerechnet als ein Journalistenverein, der sich nun besonders viel zugute hält, als besonders kritisch und objektiv und unabhängig zu sein. Findet die Veranstaltung statt jetzt? Die Jahrestagung von Netzwerk Recherche findet statt, aber Maschmeyer hat dann, das war für ihn natürlich willkommener Anlass, nun steht er da als Friedensfürst und sagt, um Gottes Willen, wenn es so um mich so einen Streit gibt, ich will zur Beruhigung beitragen, ich komme nicht. Na, wunderbar. Jetzt stehen wir alle eigentlich als Blamierte da. Panorama wird in dieser Woche 50. Sie haben lange dafür gearbeitet, kennen wahrscheinlich viele von den Kolleginnen und Kollegen dort noch. Was war Ihr schönster Moment bei Panorama? Also was mir immer einfällt, die anstrengendsten Momente. Also deshalb habe ich vor Panorama einen unglaublichen Respekt. Das kann ich deshalb sagen, weil ich ja zu Panorama, zu der Kernmannschaft nicht mehr gehört. Dieses Magazin alle 3 Wochen investigativ immer wieder Neues zu bringen, es wird immer schwieriger im Vergleich zu früher, weil es auch immer mehr Magazine gibt. Wir haben ja allein in der ARD 5 oder 6 und dann auch noch vom ZDF Frontal 21. Also und da immer wieder was Originelles Neues zu bringen, das ist eine gewaltige Leistung, vor der kann man gar nicht genug Respekt haben. Also von daher, für mich Panorama war immer sehr viel Anstrengung. Und daran erinnern Sie sich dann aber auch gerne als Mann im Ruhestand. Da müssen Sie ja an Ihre anstrengenden Momente denken. Das ist richtig so. Christoph Lüttgert war zu Gast in der WDR 5. Redezeit hat uns von seiner jüngeren und auch etwas älteren journalistischen Arbeit berichtet, die weitergehen wird. Was machen Sie als nächstes?
darf ich nicht drüber sprechen. Wir dürfen keine schlafenden Hunde wecken. Wenn gut. Das Mikrofon abgestellt ist, sage ich sie. Das ist schlimmer als beim Tatort hier. Ja gut, ich bin gespannt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.